Hallo zusammen, im Titel steht Verkaufsverbot für solche thermoelektrischen Kühlboxen. Das ist kein Witz, das ist Gesetz. Und zwar habe ich hier per Muster so eine Camping-Kühlbox von Campinggas. Das ist 12 Volt, ist auch relativ leicht. Und diese läuft mit 12 Volt Zigarettenanzünder. Und in dieser Box ist kein Kompressor wie bei unseren, sondern so ein thermoelektrisches Kühlsystem. Das Teil ist etwa 50 Jahre alt. Und hier wird die Wärme, ihr wisst vielleicht, man kann nicht kühlen, man kann nur weniger warm machen. Die Wärme muss aus dem Kühlraum und über diesen Deckel gekühlt werden und hier oben wird es dann abgeführt. Aber warum ein Verkaufsverbot? Wir haben ein Gesetz, oder besser gesagt, mal gucken, was das Licht macht, eine Verordnung von 2019 und die ist jetzt ab diesem Jahr gültig. Und da heißt es, Kühlboxen, hier steht ausgenommen von dieser Verordnung submobile Kühlgeräte. Ja, dann wäre sie ausgenommen. Aber dann gibt es einen zweiten Absatz. Mobile Kühlgeräte, ich lese es, zeige es euch hier, könnt kurz stoppen, das durchlesen. Wichtig ist hier der zweite Absatz. Ein Gerät, das mit einem Gleichrichter in Verkehr gebracht wird, ist kein mobiles Kühlgerät. Somit ist das Ding labelpflichtig wie ein Haushaltsgerät. Da es ca. 12 mal mehr Strom braucht wie ein Kompressorkühlgerät, wäre das Kategorie F und G. Und Kategorie F und G dürfen nicht verkauft werden oder in Verkehr gebracht werden. Wenn ich jetzt diese Kühlbox mit diesem Gleichrichter, ich habe hier auch so einen Zigarettenanzünder, kann ich hier einstecken und dann hier über 230 Volt betreiben, das Teil wird so verkauft, miteinander, dass ich das auf dem Campingplatz zu Hause betreiben kann. Ist das Ding hier angeklebt oder sogar in dieser Box integriert, ist es ganz klar, das Gerät ist kein mobiles Kühlgerät. Wenn ich das extern miteinander in Verkauf bringe, miteinander, wie es hier schön heißt, in Verkehr bringe, ist es labelpflichtig. Da die Kategorie F und G in der Schweiz nicht mehr verkauft werden darf, erfüllt das die Energienorm nicht mehr und darf somit nicht mehr verkauft werden. Weil es besteht ja die Möglichkeit, dass man das Teil mit einem Gleichrichter betreiben kann. Wenn ihr die Box so kauft, ist das okay. Wenn ihr das Gerät mit dem Gleichrichter kauft, nein. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das Gerät mit dem Gleichrichter zu erwerben, auch separat, dürft ihr es nicht betreiben. Das ist nicht meine Aussage. Bundesamt für Energie, na, lass jetzt die Namen weg. Sobald ich einen Gleichrichter habe, darf ich das Teil nicht mehr betreiben. Somit ist es, weil das so Geräte scheißig ist, darf ich es auch nicht betreiben. Also in der Schweiz darf ich so ein Gerät nicht mehr in Verkehr bringen. Ich bringe euch hier was über diese Engelkompressoren, Engelkühlboxen, also eine Legende im mobilen Kühlsektor, dass es ums gleiche Gesetz geht
Und hier bringe ich euch dann ein Video über Absorberkühlgeräte, das auch so richtige Energieschleudern sind, die nicht verkauft werden, die doch verkauft werden dürfen. In diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.